Jetzt hat die schönste Zeit vom Jahr definitiv angefangen. Mit dem Wagenfest vom vergangenen Samstag hat Ash seine Fasnacht farbenfroh eingelötet und vorab einen Blick auf seine Sujetspotte. Wir sind 5 Wagen und auch 5 Gucken, die jetzt heute oben eigentlich so die Fasnacht einweihen, die erste Fasnacht. Mit diesem Fest, wir haben es jetzt das erste Mal seit 3 Jahren wieder können machen, haben jetzt ein neues O gehabt. Und bis jetzt sind wir mega zufrieden, was es an Leuten hat und was es an Wegen hat. Und die Stimmung ist gut und wir haben mega schöne Wege dieses Jahr, die hier vorgestellt werden. Früher war es eine Sache, die das Komitee organisiert hat. Jetzt haben sie auch so ein bisschen das ausgelagern wollen und eben darum hat es die letzten paar Jahre nicht mehr stattgefunden. Und wir haben gesagt, hey, das wäre eigentlich ein Bedürfnis für uns, eben mit den Vertreiten hier wieder ein Wagenfest können zu machen und haben dann selber in die Hand genommen und selber organisiert. Welches sind denn Themen, die ausgespielt werden? Viele Jubilare haben wir dieses Jahr. Also einerseits viert Jahr das Komitee, 50 Jahre bestehen. Dann haben wir aber auch einzelne Wege, die auch einfach ein Jubiläum haben und das ausspielen. Dann haben wir gerade hinter mir haben wir den Wagen, der den Flugzeugabsturz auf dem Schlatthof ausspielt, thematisiert, der vor 80 Jahren war. Ja, wir haben eher ein Thema gewählt mit den Vertreiten, das jetzt ein bisschen passender ist mit den ganzen Baustellen, die hier in Asch uns ein bisschen unter den Nägeln brennt hat. Wir sind das wageliges Gesindel von Asch bei Gott. Wir spielen dieses Jahr unter das 10-jährige Jubiläum aus, was auch gleichzeitig wird leider das letzte Jahr von uns sein. Das heisst, wir werden uns nach dieser Phase leider auflösen, weil, ja, es gehen einfach ein paar und es ist einfach nicht mehr tragbar, finanziell und alles für uns. Und wir haben einen schönen Tempel gebaut mit richtigen Säulen und alles drum und dran. Es ist nicht immer einfach, so einen Wagen zu bauen. Wir tun ein paar Mal während dem Wagenbau wieder das Konzept über den Haufen werfen, etwas Neues machen. Aber wir sind jetzt eigentlich sehr zufrieden mit dem Wagen und freuen uns auf nächste Woche auf die beiden Umzüge in Rheinach und den Asch, wo wir mitmachen können. Hier stehen wir vor dem Wagenklicken. Vor dem Wagen der Vertreter könnt ihr auch gerne mal rein schauen. Wir haben uns so sehr viel Mühe gegeben. Zum einen, ja, auch ein bisschen übertrieben, haben wir 2 Dachfenster eingebaut. Wir haben, wenn man hier weiterkommt, überall saubere Fenster drin, dass es auch schön warm bleibt an der Fasnacht. Und wenn man hier noch ganz hinten kommt, sieht man hier, haben wir noch einen schönen Fernseher eingebaut, um einfach zu zeigen, wie wir den letztjährigen Wagen gebaut haben. Einfach um ein bisschen zu zeigen, wie viel Zeit und wie viel Leidenschaft da auch drinsteckt. Weil zum Teil bauen wir ein halbes Jahr an einem Wagen für 2-3 Tage und dann reissen wir ihn wieder komplett ab. Aber das machen wir gerne, weil wir wollen ja auch zeigen, was wir können und wir uns auch noch ein bisschen beweisen, weil wir ja noch ein bisschen die jüngere Generation sind und hoffen einfach, dass die Leute am Strassenrand uns sehen und auch ein bisschen Mut kriegen, um selber so etwas mal in die Hand zu nehmen. Ich bitte hier auch ein bisschen, dass man einfach, wenn man jung ist, einfach mal etwas will probieren. Wir haben jetzt auch das erste Mal das Wagenfest gemacht. Natürlich sind ein paar Sachen in die Hose, aber ich meine, der Wille ist da, Herzblut ist da und dann funktioniert das auch. Wir sind die Katzenbuckler aus Asch. Wir sind 7 Mitglieder, respektive eigentlich wären wir 9, aber es sind gerade Leute am Pausieren. Und das Sujet ist Quo Vadis. Was heisst das? Das ist römisch, also respektive latinisch. Gut, merci für mal. Früher die alten Römer haben sich schon gefragt, wie soll das Ganze weiterführen, wo das römische Reich untergegangen ist. Da haben sie gesagt, ja, Quo Vadis. Gut, was soll das Ganze? Wie geht es mit unserer Welt weiter? Wir haben das Ganze adaptiert auf die diesjährige Zeit. Alles, was im Moment am Laufen ist auf dieser ganzen Welt, sei es irgendwelche Kriege, sei es aber auch anders politisch, was gerade am Laufen ist, auch mit dem ganzen Gender-Zeugs und, und. Also, wie soll das Ganze weitergehen mit uns auf dieser Welt? Das ist unser Sujet und das spielen wir aus. Darum haben wir unseren Wagen auch dementsprechend nach dem Römischen Reich gestaltet. Wir stehen auf dem Babysitter-Waggis-Wagen. Unser Sujet ist, wir fahren mit dem Elfer-Tremli bis an den Bahnhof runter. Das ist leider abgeschmettert worden von den Aschern und von rundherum. Und darum fährt das ganze Tremli nicht bis an den Ascher Bahnhof runter. Und darum fährt unser Tremli an der Fasnacht bis an den Bahnhof runter.